So, und jetzt weiter mit einer neuen Runde Amnesia of Life. Nachdem das Surf jetzt irgendwie die letzten Tage mal kurz down, beziehungsweise kurz, für den Tag, als ich glaube ich mal down war, ja, geht's mir weiter hier. Was ich gelesen habe, war angeblich, dass, dass ein Problem mit dem Provider hatten oder so, und deswegen dann, ja, irgendwie war dann die Website down, beziehungsweise irgendwie hat der Provider eine Erwartung, und das war anscheinend dann der Auslöser, warum das Ganze dann down war. Soweit wie ich es verstanden habe, oder wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. In dem Sinne würde ich mal sagen, ja, machen wir hier mal weiter. Ich habe, wie gesagt, bis jetzt immer noch keine Ahnung, was wir genau machen. Also ich habe, gut, wir könnten generell das ganze Zeug ab. Nee, aber ich habe, wie gesagt, warum laggt denn das so gerade? What the fuck ist gerade los? Habe ich gerade irgendwas im Hintergrund? Nee, schon mal zweimal, mehrmals offen. So. Okay, das ist besser. Ja, also wie gesagt, Partyscales, okay. Wie gesagt, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob es wirklich Sinn macht, was wir machen. Weil sie einfach verdammt viel Farmen ist. Ja. Für was ist halt gerade die Frage? Für was farmen wir aktuell? Klar, für den XP-Umhang und für Platin-Level und so. Wobei mir gerade nicht so ganz sicher bin, ob es wirklich so. Das sind schlechte Händler aktuell. Wie gesagt, ich weiß nicht, also. Ich meine, ich kann ja theoretisch. Ich meine, ich will ja ehrlich gesagt nicht im LP hier, was weiß ich, 2 Stunden, 3 Stunden farmen oder so, was denn ungefähr für 8 bis 12 Folgen oder so ausmachen würde. Ja, je nachdem, also 2-3 Stunden farmen oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn wir brauchen, dass wir hier mal die 10k Chips zusammen hätten. Ups. Das ist halt das Problem, weil wie gesagt, ich meine, ich kann ja nicht die ganze Zeit farmen, das ist ja blöd. Ich kann nicht irgendwie das nächste Monat hier irgendwie nur mit Farmen verbringen in den LPs. Würde glaube ich auch keiner sehen, oder? Deswegen, also. Keine Ahnung. Wie sollen wir es machen? Das ist gerade so die Frage. Es ist gerade so die interaktive Frage an euch, mehr oder weniger. Ja, wie soll man es weiterführen? Also wie gesagt, ich meine, ich habe überlegt, einerseits weitermachen schon, ja. Andererseits, naja. Aber, ja, ich bin mir absolut nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Ist halt. Es ist blöd, es ist aktuell echt ein bisschen blöd. Ich meine, nebenbei hier, beziehungsweise offscreen farme ich oder spiele ich hier generell nicht. Also ich spiele generell nicht mehr so viel Fly wie früher. Bei weitem nicht so viel. Und ich spiele halt nebenher, wenn ich dann spiele, einen anderen Surfer. Das heißt, ich müsste hier irgendwie. Also entweder ich verbringe dann offscreen Zeit mit Farmen, wo ich ehrlich gesagt keine Lust drauf habe. Weil ich, wie gesagt, also hier bin ich eigentlich nur zum Aufnehmen, wenn dann. Und hier da 2 Stunden mit Farmen zu verbringen, da. Ja. Nicht so mein Ding auf alle Fälle, ja. Das ist gerade eben die Frage. Ich weiß exakt nicht. Keine Ahnung. Wie soll man es machen? Also, wie gesagt, falls euch mal irgendwas einfallen sollte, so schreibt es mal in die Kommentare. Ja, wir schauen einfach mal, wie es ist. Und warte mal, haben wir? Ne, wir haben keine XP, Mann. Das war der andere. Die haben sie hier gegeben, oder? Ja. Ja, ansonsten, ich glaube, ich weiß nicht, was Saugen hier bringt, aber ich denke, ein Collecten wird auch nicht viel bringen. Wenn überhaupt, wenn es überhaupt irgendwas bringt. Catfilter. Keine Quest-Items auf alle Fälle und keine Element-Cards. Sonst brauchen wir wieder ein paar Pads oder so, weil das Pads haben hier generell schon so lahm an. Also, das heißt lahm. Drops sind aber viel zu viel, das ist das Problem. So, hab ich nichts mehr zum Trinken. Boah. Na gut. Dann müssen wir schauen. Also, ich meine, Geld haben wir jetzt eigentlich aktuell schon ein bisschen was. Wir hätten hier. Haben wir sogar ganz gut Geld eigentlich aktuell. Könnten auch mal die Boxen aufmachen und mal schauen, ob wir da irgendwie noch was Cooles rauskriegen.
Vielleicht kriegt man auch nochmal Chips da so raus, weiß ich gerade gar nicht. Warum? Warum sammelt das Pad immer noch so viel Müll ein? Wähle die Items aus, die das Pad nicht aufheben soll. Okay. Machen wir es so. Ah, genau, jetzt. Ah, okay. Genau, passt schon, jetzt funktioniert. Okay. Jo. Dann würde man sagen. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir einfach hier ohne XP umhangen und so Platin-Level machen. Ich habe echt keine Ahnung. I don't know. Vielleicht sollten wir einfach uns dann durch die Chips erfarmen. Ich glaube, das ist sogar sinnvoller. Also beim Leveln erfarmen. Ich glaube, das machen wir. Ich habe exakt nicht keinen Bock, hier irgendwie stundenlang zu farmen. Das geht mich gerade voll gegen den Strich. So, jetzt ist die Frage. Platin-Händler, okay. Das wachsen Platin-Punkte. Okay, oh Gott, wir haben sie wieder. Hier schon mal Geld? Nice. Sollte man irgendwie auch mal wichsen. Das ist mich ziemlich nervig. Den ganzen Crap mal verkaufen. Okay, wie schon wieder Geld verloren. Super nervig. So. Wo ist das Platin? Wie macht man Platin? Wie geht das? Ich habe absolut keine Ahnung. Hier ist aktuell ein neuer Spieler auf dem Server zum Beispiel. Hätte ich hier aktuell keinen Plan, was ich machen muss. Was haben wir hier zu tun? Ich habe Platin-Umtausch. Ach, Scroll auf Platin, okay. Achso. Okay. Kommen langsam voran. Scroll auf Platin. Okay, ich denke, das macht mir wahrscheinlich Platin, oder? Wieso kann ich das nicht ausrüsten? Level 1. Ernsthaft? Level 1. Ohne Equipment. Level 1. Wollte mich gerade natzen. Okay. Okay. Wow. Ich habe jetzt so viel erwartet, aber nicht das. Warum ist mir hier Level 1? What the hell macht das für einen Sinn? Mercenary muss ich sein. Das Level habe ich auch nicht die Klasse, oder wie? Oh man. Okay. Sehr eigenartiges System, aber naja. So, Level 10, Level 12. Werden die XP weniger oder werden die mehr? Oder bleiben die gleich? Keine Ahnung. Das heißt, man könnte theoretisch noch die Klasse wechseln, scheinbar. Okay. Nehmen wir am besten mal irgendwas in die Hand. Sind tatsächlich Mercenary, lol. Sieht komisch aus, aber gut. Nehmen wir das Ding am besten mal. Selbst die LGA, warte mal, nee, die LGA ist doch hier. Ja eben, ich wollte das sagen, das ist doch für Mercenary. Das ist auch für Mercenary, klar. Aber wir können, okay. 26 Karte. Ah, ja, für die Gab Level 20, ja, CD. Interessantes System. Das ist für mich jetzt komplett neu, also. Noch nie gemacht, aber okay.
Vielleicht sollten wir einfach jemanden Gig davon umklatschen oder so. Ich merke hier gerade, bei den Bangs gibt es gar keinen Gig hier eigentlich. Der ist nur ein Flares. Gig? Oder wo ist der Gig? Sollte hier doch eigentlich irgendwo sein, oder? Als ob es hier keinen Gig gibt. What the hell? Warum gibt es hier keinen Gig? Gibt es irgendwo einen Gig? Scheint Mia vielleicht? Oder Maya? Als ob es hier keine Gigs gibt. Doch, da ist er, da ist er. Kann schon sagen. 82k Damage, easy. Okay, wir sollten am besten einfach mal hier ein bisschen durchlaufen und wisst ihr was, wir gehen ja am besten mal irgendwie nach Darkon, Darkon. 26k Attack. Ob wir die Mobs, warte mal, wir haben hier doch irgendwo Astria, oder? Genau. Oh, fuck. 25 Minuten. Okay, die packen wir auf alle Fälle nicht. Suchen wir uns kurz mal einen Cash-Up-Händler. Ist irgendwo einer? Biken Wings. Okay, gibt's schon, wenn man kann. Kurz mal nach Flares und schauen wir ganz kurz, ob wir hier uns mal ein, genau, Astria-Ticket. So. Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Oh, la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 l